Es gibt Spiele, die sind vollkommen zu Recht im kollektiven Gedächtnis gelandet. Sie waren schon bei Erscheinen gut, sie sind mit der Zeit gut gealtert, sie hatten vielleicht zwischendurch so ein paar Kritiker, aber erhalten trotzdem heute noch Top-Wertungen. Und von den Titeln, bei denen das der Fall ist, gibt es dann trotzdem einige, an die sich nur noch wenige Leute heutzutage erinnern. So wie das folgende. Als Adventure-Fan Ende der 90er kann man an Clon: A Misty Story nicht vorbei. Es ist ein gelungener Genre-Mix aus Grafik-Adventure und Rollenspiel mit Strategie-Elementen. Das Ganze spielt in einer tristen Welt, irgendwo zwischen dem Reich von Goten und Wikingern. Also so eine Art Quest for Glory, verbunden mit fremden und mysteriösen nordischen Naturmythen. Entwickelt wurde es von drei slowakischen Entwicklern: Lubo Dekan, Milo Bana und Radu Javor. Letzterer würde später noch an der grafischen Gestaltung der Total War und Dark Project Reihe mitwirken. Erschienen ist es primär für die PlayStation 1, wurde aber auch für den PC und in einer leicht abgespeckten Variante für den Super Nintendo ausgeliefert. Hier sehen wir die Variante für Windows 95. Man schlüpft in die Rolle von Biatek, einem einfachen Bauern, der in einem kleinen, verarmten Dorf inmitten eines Sumpfes lebt. Die Bewohner des Sumpfes sind den ganzen Tag auf der Suche nach Wertgegenständen und Nahrung, um ihr Überleben zu sichern. Biatek selbst weiß nicht, wie er überhaupt in das Dorf gekommen ist und hat keinerlei Erinnerung an sein Leben vor dem Dorf. Doch wird er ständig von düsteren Albträumen heimgesucht. Nach einer weiteren unruhigen Nacht wagt sich Biatek weiter in den Sumpf hinein als jemals zuvor und findet neben einem vertraut wirkenden Schwert und einem Pferdeskelett auch einige nebulöse Erinnerungen wieder, woraufhin er das Dorf verlässt und auf der Suche nach seiner Vergangenheit die atmosphärisch gestaltete Spielwelt durchstreift. Neben vielen Rätseln und Dialogen muss man manchmal auch gegen verschiedene Kreaturen kämpfen. Das Kampfsystem ist leider etwas hölzern geraten und bietet auf Dauer nicht so viel Abwechslung, aber es bietet doch einen gewissen Reiz, vor allem durch die zahlreichen verschiedenen Gegnertypen. Jeder Gegner hat unterschiedliche Angriffs- und Abwehrstrategien, die es auszukundschaften gilt. Neben dem Timing ist vor allem eine gute Beobachtungsgabe nötig. Bringt man beides mit, dann sind die Kämpfe ein nettes Beiwerk. Außerdem muss Biatek auf seiner Reise Nahrung und Getränke zu sich nehmen und das ist ein Feature, welches sicher viele Leute sinnlos finden, mir selbst aber gefällt diese Idee außerordentlich gut. Es geht um eine lange Reise, die der Hauptcharakter unternimmt. Neben den vielen Schauplätzen kommt damit auch die Komponente des Überlebens in der Wildnis mit hinein. Und nicht zuletzt lädt es den Spieler ein, neben dem questrelevanten Items auch nach Nahrung Ausschau zu halten. Symbolisiert werden Hunger, Durst und Lebenskraft durch bunte Balken am Bildschirmrand. Das Interface ist intuitiv. Das Inventar auf der rechten Seite, unten links die Aktions-Icons, unten rechts das Hauptmenü, auf der rechten Seite wie eben erwähnt die Anzeige von Hunger, Durst und Lebensenergie. Gegenstände lassen sich untereinander oder auch mit der Spielwelt kombinieren. Man kommt schnell in die Steuerung rein und nach kürzester Zeit beherrscht man das Spiel. Bis jetzt ein durchschnittliches Adventure, oder nicht? Was macht Clon so besonders, dass es auch nach 16 Jahren noch so eine große Fanbase hat? Meiner Meinung nach ist es vor allem die Atmosphäre und die entsteht maßgeblich durch die herausragende Grafik, butterweiche und detaillierte Animationen vor handgezeichneten Hintergründen voller kleiner Feinheiten. Die abwechslungsreiche Darstellung der verschiedenen Gegenden sind dem Machen einfach perfekt gelungen. Es macht die Spielwelt lebendig und vielfältig und so freut man sich als Spieler immer wieder auf die weitere Erforschung des weiten Landes. Vor allem trägt die Grafik aber mit am signifikantesten zur guten Atmosphäre bei, die das Spiel so packend macht. Bis hinein in die aufwendigen Zwischensequenzen wurde hier Schwerstarbeit geleistet, die sich durchaus gelohnt hat. Auch die musikalische Untermalung steht dem im Nichts nach. Orchestrierte Ohrenschmaus vom Feinsten. Schade ist einzig, dass es noch keine Sprachausgabe gibt. Doch bin ich mir nicht sicher, ob dies... Fuck. Doch bin ich mir nicht sicher, ob diese überhaupt einen großartigen Mehrwert gebracht hätte. Im einen oder anderen Moment muss man zugegebenermaßen das etwas fragwürdige Englisch der Macher verzeihen, doch auch an den Dialogen gibt es nichts zu meckern. Aber am allerwichtigsten, die Rätsel. Hier zeigt sich Clon von seiner allerstärksten Seite. Es wird vom Spieler viel Gehirnschmalz und viel Improvisationsbereitschaft abverlangt. Frust stellt sich im allerseltensten Fall ein. Und auch wenn es mal etwas schwieriger wird, gibt es doch immer ein Erfolgserlebnis, wenn man schlussendlich doch darauf kommt. Ich habe am Anfang auch echt lange gebraucht, um rauszufinden, dass man den Ast als Ersatz für einen Wasserhahn verwenden kann. Auf den zweiten Blick liegt das aber fast auf der Hand. Später muss man einen Zwerg aus dem Wald vertreiben, was nur gelingt, wenn man immer die richtige Antwort gibt, um ihn unter Druck zu setzen. Dieser Wechsel aus Kombination und Diplomatie hat mir wirklich gut gefallen und immer zum Weiterspielen motiviert.
Tlon erscheint zu einer Zeit, in der Adventures in der Krise steckten. Es fehlten gute, neue Ideen, zu viel wurde abgekupfert, zu wenig Innovation gab es. Da war es angenehm, dass hier mal ein Titel erschienen ist, der im Gesamtbild rund erschien. Mein Fazit: Spielt unbedingt dieses Spiel. Es ist einer der wichtigsten Vertreter des Genres. Er verbindet wunderbar Abenteuerromantik mit perfekter Spielmechanik und hat... Hä? Was jetzt los? Kann doch nicht sein. Scheiße. Okay. Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen irre, aber das Review ist vollständig und es ist auch fertig hier. Und ihr könnt es einfach nur nicht fertig gucken, weil es ist ziemlich verbuggt. Habt ihr vielleicht schon gemerkt. Jetzt ist da nur... Oh Gott. Jetzt ist da nur ein fetter Bug drin und der ist schuld daran, dass ihr das Video nicht fertig gucken könnt. Und das ist mir voll unangenehm, weil wenn ich überlege, es gäbe ein Videospiel und dieses Videospiel hätte einen so fetten Bug drin, dass man es noch nicht mal beenden kann, dann müsste das ja so ziemlich das schlechteste Videospiel aller Zeiten sein und sollte von niemandem gelobt, geschweige denn gespielt werden. Ich frage mich, ob es so ein Spiel gibt. Naja, oh Gott. Okay, ich kann jetzt noch einen Versuch starten, ob wir das Video vielleicht doch noch ans Laufen kriegen, weil ich hätte eigentlich schon gern, dass ich viel Mühe und viel Zeit da reingesteckt.